freue mich, dass ich heute mal der Alzheimer-Forschung-Initiative helfen kann. Die Initiative hat nämlich mir geholfen, uns geholfen, in Bonn ein Forschungsprojekt durchzuführen im Bereich der Alzheimer-Forschung. Und ich möchte heute etwas darüber berichten. Wir haben ein zweites Projekt genehmigt bekommen, das im Moment noch läuft. Und ich kann Ihnen auch schon einen kleinen Ausblick auf die Ergebnisse des Folgeprojekts geben. Sie haben gehört, dass Alzheimer eine altersabhängige Erkrankung ist. Das wissen Sie alle schon. Es fängt so mit 70 Jahren etwa an und dann steigt es aber ganz, ganz steil an. Mit 80 Jahren ist der Prozentsatz schon deutlich höher. Das Positive bei dieser Grafik ist, dass es hier oben verlangsamt wird. Das heißt, wenn man einmal 90 geworden ist, dann kann man davon ausgehen, dass man möglicherweise kein so hohes Risiko mehr hat, an Alzheimer zu erkranken. Das ist die positive Nachricht, aber bis dahin hat man einen extrem steilen Anstieg. Und Sie haben vorhin diskutiert, Demenz, was gibt es für Demenzen? Sie sehen hier, es gibt Demenzen, die verschiedene Ursachen haben können, aber der Großteil, 60-70% aller Demenzen, sind vom Typ Alzheimer, Alzheimer-Demenzen. Der Rest ist auf sonstige Ursachen zurückzuführen, zum Beispiel auf Durchblutungsstörungen. Und Sie haben auch schon gesehen, dass bei Alzheimer, bei einem Vollbild Alzheimer, das Gehirn schrumpft und löchrig wird. Und man kann sich vorstellen, dass so ein Gehirn nicht mehr funktionsfähig ist. Was kann man gegen Alzheimer tun? Wir haben einige Arzneistoffe, einige Arzneimittel auf dem Markt. Allerdings sind alle bisher verfügbaren Arzneimittel auf dem Markt nur relativ schwach wirksam. Herr Kollege Brandt hat es schon erwähnt. Wir haben hier die Medikamente Arizept, wir haben Axura, Reminyl, Exelon. Das sind im Prinzip diese beiden unterschiedlichen Klassen. Einmal das Memantin und zum anderen die Hemmstoffe der Acetylcholinesterase. Da gibt es mehrere davon. Alle diese Wirkstoffe sind relativ schwach wirksam. Und hinzu kommt noch, sie bekämpfen lediglich die Symptome, nicht die Ursachen der Erkrankung. Die Krankheit wird nicht aufgehalten, sie wird auch nicht verlangsamt, sie schreitet weiter unaufhaltsam fort. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, die sich nicht stoppen lässt. Und das ist das Problem. Was kann man tun gegen Alzheimer? Was wünscht man sich? Was wünscht man sich als Wissenschaftler, als Pharmazeut? Ich bin Pharmazeutin oder als Mediziner oder natürlich als Patient. Am besten wäre es, man hätte etwas, was überhaupt vor dem Auftreten von Alzheimer schützt, einen Schutz oder zumindest einen Schutz darstellt vor einer weiteren Verschlimmerung. Und um das zu gewährleisten, ist es natürlich wichtig, und Herr Kollege Brandt hat auch schon darauf hingewiesen, dass man möglichst frühzeitig diagnostiziert. Man möchte nicht erst nach dem Tod wissen, dass man an Alzheimer erkrankt ist, sondern man möchte möglichst frühzeitig wissen, dass man Alzheimer hat, um noch alles zu retten, was noch zu retten ist. Ja, nur dann, wenn man frühzeitig eingreift, kann man eben auch die weitere Verschlimmerung möglicherweise aufhalten mit neuen Medikamenten. Und eine frühe Hirnpunktion. Ach, das ist, ja, man macht natürlich, was man heute macht, was man sucht. Also es gibt verschiedene Ansätze, neue Diagnostika zu entwickeln. Und ein Ansatz ist natürlich schon auch Liquor, Hirnliquor zu entnehmen und Biomarker zu suchen. Also bestimmte Indikatoren, die anzeigen, dass man möglicherweise eine Alzheimer-Krankheit entwickeln wird. Also man möchte ja eigentlich schon zu einem Zeitpunkt Bescheid wissen, bevor die Symptome überhaupt ausgebrochen sind, bevor man überhaupt eine Demenz erkennt. Und Liquor, aber das Beste wäre natürlich, das möchte man eigentlich erreichen, dass man einfach Blut entnimmt und im Blut Biomarker findet und nachweisen kann, die zu einem
hohen Prozentsatz zeigen, dass man an Alzheimer erkrankt ist. Das ist im Moment das, was wirklich erforscht wird, was die Wissenschaftler versuchen zu entwickeln, solche Diagnostika, die man direkt mit Bluttests machen kann. Es gibt einige Ansätze, die vielversprechend sind hier. Ja, das ist der Liquor, das Rückenmark. Das ist natürlich etwas, was sehr viel schwieriger ist. Es ist für die Patienten natürlich belastender. Man hat hinterher sehr starke Kopfschmerzen. Das ist ein größerer Eingriff. Das ist nicht so schön. Das ist einfacher zu diagnostizieren aus dem Rückenmark, weil das direkt mit dem Gehirn verbunden ist. Aber was man möchte, ist eben eine Blutdiagnostik entwickeln. Und das Zweite, was man macht, das sehen Sie hier, ein sogenanntes Imaging. Das heißt, man macht hier mit radioaktiven Methoden, mit sogenannten Positronen-Emissionstomographie-Tracern, PET-Tracern, versucht man eben solche Bilder aus dem Gehirn zu erhalten. Und hier kann man zum Beispiel darstellen, diese Amyloid-Plaques, die der Kollege vorhin gezeigt hat, die ein Symptom einer Alzheimer-Erkrankung sind. Und da gibt es jetzt ein Diagnostikum, das nennt man dann in vivo, also weil das injiziert wird und am lebenden Menschen, am Menschen möglich ist, also nicht außerhalb Blutdiagnostik oder Rückenmarksliquordiagnostik, sondern direkt Hirndiagnostik. Hier kann man solche Bilder erhalten, die einen Hinweis darauf geben, ob jemand an Alzheimer erkranken wird oder vielleicht im Frühstadium sich befindet. Ich habe Ihnen hier den Verlauf der Erkrankung nochmal dargestellt. Das ist diese blaue Linie, also das ist die Zeit, das sind viele Jahre, die hier abgebildet sind. Und das ist der Verlauf der Alzheimer-Erkrankung. Sie sehen, es geht steil bergab im Laufe der Jahre. Und wenn man hier die Demenz, das ist diese Linie hier, wenn man diese Demenz hier nach vielen Jahren diagnostiziert durch Tests, über die wir nachher nach der Pause sprechen werden und von denen wir hören werden. Wenn man die Demenz schon diagnostiziert, dann ist der Verlauf schon sehr weit, wie Sie hier sehen. Und was man eigentlich möchte, ist, dass man hier sehr, sehr frühzeitig oder hier ansetzen kann und den Verlauf verlangsamt. Das wäre schon gut, wenn man so eine krankheitsmodifizierende Therapie hätte, die zumindest diesen Verlauf verlangsamt. Das ist übrigens diese Linie, das ist MCI, das bedeutet Mild Cognitive Impairment, das ist eine leichte Denkstörung. Also man entwickelt zuerst eine leichte Denkstörung, das ist noch nicht auffällig und später ist es dann die richtige Demenz, die dann schon sehr allen auffällt, auch den Verwandten und den Menschen, mit denen man zu tun hat, dann wirklich auffällt. Also wenn man das ein bisschen verschieben könnte, dann käme man vielleicht so weit, wenn man sehr früh schon eingreift, sehr früh schon diagnostizieren kann, dann käme man vielleicht so weit, dass die Demenz überhaupt nicht ausbrechen muss, ja, weil man das abschwächt. Ein völliges Stoppen im Moment ist illusorisch, aber dieses Verlangsamen, das wäre schon ein großer Fortschritt. Schutz, wie kann man sich schützen? Und man hat viele Studien durchgeführt, man hat große Kohorten befragt und hinterher geschaut, wie haben sie gelebt, was haben sie zu sich genommen und welche Menschen haben Alzheimer entwickelt und welche nicht. Und man hat dann festgestellt, in solchen retrospektiven Studien zunächst, also rückwirkend durch Befragung tausender von Menschen, hat man festgestellt, dass Kaffeekonsum vor Alzheimer zu schützen scheint, übrigens auch vor Parkinson, einer weiteren der zweithäufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Es ist nicht wirksam bei allen neurodegenerativen Erkrankungen, es hängt schon auch mit dem Mechanismus der Erkrankung zusammen, aber es scheint vor Alzheimer zu schützen und daraufhin hat man mehr Studien gemacht und inzwischen gibt es eine sehr solide Datenlage, die zeigt, dass Kaffee und zwar ein ganz normaler Konsum von 2 bis 5 Tassen Kaffee pro Tag etwa vor Alzheimer schützt. Und zwar der Konsum ist vielleicht so im mittleren Alter. Wenn Sie im mittleren Alter Kaffee getrunken haben in der Menge, dann sind Sie später geschützt. Natürlich nicht komplett, aber man sieht
eine signifikant geringere Anzahl von Kaffeekonsumenten, die Alzheimer entwickelt, im Vergleich zu Patienten, die keinen Kaffee konsumiert haben. Tee ist ebenfalls wirksam. Die Studien sind nicht ganz so eindeutig, aber Tee scheint auch wirksam zu sein. Und es ist so, dass man inzwischen gefunden hat, dass das Koffein im Kaffee und auch im Tee hauptverantwortlich für diese Wirkung ist. Ja, genau. Koffein als Genussmittel. Unsere Moderatorin hat es schon angedeutet. Ich habe hier so ein paar Zahlen. Also Kaffee enthält etwa, je nachdem, 85 Milligramm Koffein pro Tasse. Mein Kaffee ist bestimmt ein bisschen schwächer. Ich trinke dafür eine Tasse mehr. Tee hat etwa 50 Milligramm pro Tasse. Kakao hat relativ wenig, 4 Milligramm Koffein. Und Cola hat ungefähr 50 Milligramm Koffein. Das heißt, auch Cola, aber da gibt es keine Studien dazu, auch Cola sollte schützen. Andererseits hat sie in Cola andere Begleitinhaltsstoffe, die ungünstig sind, zum Beispiel der viele Zucker, der dann wieder begünstigt, dass man Diabetes bekommt. Und Diabetes ist zum Beispiel ein Risikofaktor für die Entwicklung von Alzheimer. Also der Weltkonsum von Koffein. Koffein ist übrigens das weltweit am häufigsten konsumierte Psychopharmakon, wenn man so will, also die am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz. Und zwar deshalb, weil Koffein relativ harmlos ist, relativ wenige Nebenwirkungen hat, sehr gut verträglich ist. Und es gibt neue Studien dazu. Eine Zeit lang haben die Ärzte ja abgeraten, zu viel Kaffee zu trinken. Und inzwischen gibt es große Studien, die zeigen, dass Kaffee eigentlich im Großen und Ganzen gut verträglich ist. Es gibt ein paar Einschränkungen, zum Beispiel Schwangere sollten möglichst wenig Koffein zu sich nehmen. Man sollte natürlich nachmittags nicht mehr Kaffee trinken, weil es das Schlafprofil verändert und sie dann keinen guten Schlaf haben. Und wenn sie schwer herzkrank sind, also ganz schwer herzkrank, dann ist es auch kontraindiziert. Und manche vertragen eben es nicht, weil sie dann eine Übersäuerung des Magens bekommen. Das muss man dann selber wissen. Dann sollte man auf Tee auf jeden Fall umsteigen. So, jetzt komme ich zu unserem Projekt, das von der Alzheimer Forschung Initiative e.V. Gesponsert worden ist. Und zwar haben wir Langzeituntersuchungen durchgeführt. Und zwar haben wir Koffein verabreicht unter Einsatz von neuartigen Tiermodellen. Und Kollege Brandt hat schon erzählt, dass es solche Tiermodelle gibt für Alzheimer, und zwar genetisch veränderte, also transgene Tiere, Mäuse, die man leicht genetisch verändern kann. Und wir hatten sowohl in Kooperation übrigens mit Kollegen in Lille, also in Frankreich, und das Projekt wurde gesponsert von der AFI in Kooperation mit der französischen Partnerorganisation, die heißt LECMA. Also wir haben dieses Projekt zusammen durchgeführt, und es wurden Tau-Mäuse, also Mäuse, die vermehrt diese Tau-Alzheimer-Fibrillen bilden, und zwar zunehmend, mit zunehmendem Alter. Also dieses Modell imitiert das Geschehen beim Patienten, beim Alzheimer-Patienten. Der hat ja auch nicht alle Fibrillen auf einmal, sondern je älter er wird, desto mehr Fibrillen bilden sich. Und genauso war das bei den Taumäusen. Und was wir machen wollten ist, wir wollten das Koffein nicht rein prophylaktisch geben, sondern wir wollten die Mäuse dann behandeln, wenn schon die ersten Symptome auftreten. Damit es genauso ist wie beim Patienten, weil der Patient wird ja normalerweise auch erst behandelt, wenn er schon Symptome hat mit Arzneimitteln. Also einmal die Taumäuse und zum anderen noch andere Mäuse, die Beta-Amyloid-Mäuse, solche Mäuse, die auch Herr Brandt in seinen Untersuchungen, in seinen Forschungen verwendet. Wir haben also Langzeituntersuchungen durchgeführt, und was haben wir untersucht? Wir haben einmal untersucht, wie sieht es aus mit den Entzündungsprozessen im Gehirn? Wir haben ja gehört, es gibt Entzündungsprozesse im Gehirn, und man hat in den letzten Jahren festgestellt, dass das ganz wichtig ist für die Entwicklung von Alzheimer und für die schädigenden Prozesse, die im Gehirn ablaufen. Und wir haben einfach untersucht, was gibt es für Entzündungsparameter in diesen Mäusen, die einmal
mit Koffein im Trinkwasser behandelt worden sind. Die anderen haben nur ganz normales Trinkwasser bekommen. Dann haben wir Verhaltensuntersuchungen durchgeführt, also die Merkfähigkeit der Mäuse getestet und die räumliche Orientierung. Ich werde Ihnen gleich noch zeigen, wie man sowas macht bei Mäusen. Und dann haben wir auch am Ende geschaut, wie hat sich das Gehirn verändert. Also die Tiere wurden behandelt über viele Monate, also das entspricht mehreren Jahren bei einem Patienten. Mausleben ist ja deutlich kürzer als ein Menschenleben. Und wir haben dann hinterher die Tiere geopfert und dann das Gehirn untersucht. Und wir haben auch chemische Analysen dann durchgeführt. Die Maus stirbt nicht am Alzheimer. Die Maus würde auch sterben am Alzheimer, aber wir haben sie vorher geopfert. Also wir haben sie kurz vorher, ja, wir haben sie nicht so lange leiden lassen. Genau. Okay, also wie haben wir das räumliche Denkvermögen? Wie macht man das? Wie misst man das in den Mäusen? Dafür hat man dieses Wasserlabyrinth, das ist so ein Swimmingpool für Mäuse und der steht in einem Raum und die Mäuse sehen dann auch, dass da vielleicht ein Fenster ist und Stühle sind und die Tür drumherum, also die können sich schon orientieren und in diesem Wasser, da befindet sich so eine Plattform, die ist aber unter Wasser, die kann die Maus nicht sehen. Und dann trainiert man die Mäuse. Das heißt, man setzt die Mäuse da rein, am Anfang schwimmen die wild rum und irgendwann finden sie die Plattform. Nächsten Tag macht man das Gleiche wieder, dann finden sie die Plattform schon schneller, weil sie sich noch erinnern, gestern, das war so in dem Winkel zur Tür oder so. Und wenn man das ein paar Mal macht, das sieht man hier in der Kurve, nach vier Mal gehen die auf dem kürzesten Weg zu dieser Plattform. Das sind jetzt die gesunden Mäuse. Die Alzheimer-Mäuse, die vergessen das. Die brauchen jedes Mal so lang. Und jetzt haben wir die Alzheimer-Mäuse mit Koffein behandelt und tatsächlich, die waren zwar nicht so gut wie die gesunden Mäuse, aber immerhin, sie haben das viel, viel schneller gefunden. Sie haben nicht ewig gebraucht, bis sie diese Plattform gefunden haben, sondern sie sind vielleicht noch eine Kurve und dann haben sie sich erinnert. Also so kann man das messen, die räumliche Orientierung von Mäusen. Und die hat sich durch dieses Koffein dramatisch verbessert. Also die Alzheimer-Mäuse, die haben einmal ein viel bessere Merkfähigkeit gehabt, viel bessere Orientierung, die mit Koffein behandelt worden sind. Außerdem haben wir auch gefunden, dass die viel, viel weniger Entzündungen im Gehirn hatten, also deutlich geringere Entzündungsprozesse im Gehirn. Wie wirkt nun das Koffein? Das ist die große Frage, die sich die Grundlagenforscher natürlich stellen. Wir verstehen uns als Grundlagenforscher, aber wir sind auch daran interessiert, sogenannte translationale Forschung zu machen. Das heißt, wir wollen die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung auch in die Anwendung bringen, also beitragen zur Entwicklung neuer Arzneistoffe. Das ist uns wichtig, weil häufig ist es so, dass hier Grundlagenforschung gemacht wird, da die Pharmaindustrie Arzneistoffe entwickelt und es keine Verbindung oder wenig Verbindung gibt. Und wir wollen eben diesen Brückenschlag, dass man die Ergebnisse schnell auch in die Anwendung bringt. Also wie wirkt Koffein? Koffein hemmt einen bestimmten Rezeptor, das ist der Adenosin-A2A-Rezeptor. Und diese Rezeptoren, das hat man festgestellt, sind bei Alzheimer außer Kontrolle. Es werden sehr viele von diesen Rezeptoren produziert und die bewirken eben, dass dieses Geschehen, zum Beispiel die Entzündungsprozesse, verstärkt werden. Koffein ist zwar nur mäßig wirksam an den Rezeptoren, aber immerhin, es blockiert die Rezeptoren. Der Nachteil von Koffein ist, dass es noch weitere Adenosinrezeptoren, also Subtypen, zum Beispiel den A1-Rezeptor, nicht nur den A2A, sondern auch den A1-Rezeptor, hemmt und dadurch unerwünschte Nebenwirkungen hat. Also Harndrang oder Schlafstörung, das kennen Sie alle, wenn Sie Kaffee getrunken haben, müssen Sie auf die Toilette. Und das möchte man natürlich nicht haben bei einer Dauertherapie. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, verbesserte Wirkstoffe zu entwickeln. Und das haben wir auch gemacht. Jetzt ist es dunkel, ich weiß nicht warum. Ich bin vielleicht auf den falschen Knopf gekommen, ja. Okay, wir haben sozusagen das Superkoffein entwickelt. Das heißt MSX3, so haben wir es genannt. Das ist 1000-mal stärker wirksam als Koffein, hat viel weniger Nebenwirkungen als Koffein, weil es nur diesen einen Rezeptor blockiert. Und wir haben diese Substanz in umfangreichen
Versuchen zusammen mit der Gruppe in Frankreich untersucht in Alzheimer-Mäusen und haben gefunden, dass auch dieses MSX3 dazu führt, dass die Mäuse ein viel besseres räumliches Gedächtnis haben, ein viel besseres Erinnerungsvermögen, dass auch die Neurotransmitter, wir haben vorhin über Neurotransmitter im Gehirn gesprochen, dass auch dieses Verhältnis sich verbessert, also schlechte Neurotransmitter verringert sind, gute Transmitter, um das mal vereinfacht auszudrücken, wieder gesteigert sind, keine Entzündungen oder viel, viel weniger Entzündungen. Und es gab auch in den Taumäusen viel, viel weniger Taufibrillen. Also das wurde gemessen. Wir führen zurzeit weitere Untersuchungen durch, und zwar vor allem mit den Beta-Amyloid-Mäusen. Das waren die Taumäuse. Und was wir eigentlich machen möchten, wir möchten klinische Studien machen. Klinische Studien bedeutet Untersuchungen an Alzheimer-Patienten, an Menschen. Das wäre das Nächste, weil die Maus ist nicht gleich Mensch. Das sind nur Modelle, und wir wollen wissen, wie sieht es wirklich aus. Kann man wirklich therapieren mit MSX3 oder zunächst mal mit Koffein? Das ist einfacher, solche Studien genehmigt zu bekommen. Was uns aber daran hindert, das zu machen im Moment, ist noch die Finanzierung, weil klinische Studien sind sehr, sehr teuer. Und im Moment versuchen wir eben auch Geld zu sammeln für diese klinischen Studien mit Koffein. Ja, zum Schluss vielleicht noch, was schützt noch? Wir haben schon gehört, alles. Und ich habe hier nochmal eine Auswahl zusammengestellt, die vielleicht ganz inspirierend ist und auch die entsprechenden Studien dazu. Musik und Tanz, Tanzen. Ich bin selber begeisterte Tänzerin, Freizeittänzerin, und Tanzen, da gibt es eine Untersuchung dazu, die ich weiß nicht mehr, in Leipzig oder in Jena, glaube ich, durchgeführt wird zurzeit, dass Tanz wirklich hilft, gerade für ältere Menschen. Das ist gut hier, Tanz, weil das gleichzeitig kognitive, also Denkfähigkeit und die Koordination, also körperliche Bewegung, trainiert. Alkoholmäßig, haben wir schon gehört, nicht zu viel. Rauchen nur bei bestimmten Menschen, also Nikotin ist protektiv, aber man stirbt dann leider an Krebs, und zwar noch viel früher. Das ist also nicht zu empfehlen. Fisch, also Ernährung ist wichtig. Östrogene schützen bei Frauen vor der Menopause, hat man festgestellt, dass Östrogene tatsächlich schützen. Und ich habe vorhin bemerkt, Agustidetes ist ja gerade so im Alter, in der Menopause ist es dann richtig ausgebrochen. Hochschulbildung hilft wohl schon auch, weil man wohl Reservekapazitäten noch hat. Chinese sein nützt auch. Also die Chinesen wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wahrscheinlich liegt es an der Ernährung bei den Chinesen, vielleicht auch ein bisschen an der Genetik, aber wahrscheinlich an der Ernährung, und wahrscheinlich holen die ganz schnell auf, wenn sie jetzt noch mehr McDonald's-Filialen in China eröffnen, dann wird sich der Unterschied wahrscheinlich reduzieren. Viel Geld und gute Freunde, also man hat festgestellt, dass es schon auch korreliert, also sozioökonomische Faktoren, gute Freunde haben wir vorhin auch schon gehört. Denken, also Sie alle sind, die hierher gekommen sind, Sie sind nicht nur körperlich aktiv, sondern auch geistig aktiv, Sie sind interessiert an Vorträgen, das hilft zu schützen, und natürlich Kaffee, Koffein auf jeden Fall auch. Vielen Dank.